Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute sind wir in City Car Driving 1.5.2 und in einem Mercedes CLS 500 W219. So, also ich weiß nicht, aber jetzt gibt es schon eine Steam-Version des Spiels und da gibt es schon die Version 1.5.3. Aber ich bin mir eben noch nicht sicher, ob ich den Schlüssel, also den Key, Aktivierungskey umtauschen sollte, weil dann bekommt man es von Steam. Oder ob ich das so lassen sollte, denn falls man die Mods dann nicht mehr so gut installieren kann, hätte ich ein ziemlich großes Problem. Denn ich habe ja ein paar private Mods und wenn die dann nicht mehr funktionieren, müsste ich die veröffentlichen und das möchte ich dann tatsächlich nicht tun. Deshalb wäre es mir eine Hilfe, wenn irgendwer von euch das schon weiß und mir das sagt. Und ja. Aber jetzt fahren wir noch mit dem CLS 500 in 1.5.2 herum und dann sehen wir weiter. Wenn es nicht funktioniert, habe ich ein großes Problem. Wenn es funktioniert, ist es toll, aber es ist tatsächlich ein bisschen schwierig für mich. Ich habe auch keine Ahnung. Ich warte jetzt auch, bis die ganzen Leute schon getauscht haben, damit ich dann weiß, wie das alles funktioniert, weil ich bin jetzt nicht gleich zack, boom, weil es nicht funktioniert mehr. Jetzt hat mich die Straßenbahn getäuscht. Ich habe geglaubt, da kommt ein Bus. Naja. Noch so nah. Naja, ich meine, so an Ansichtsweise sind sie ja nicht schlecht, an und für sich sind sie ja gut, die Mods alle und so, aber ja, ich muss nachher schauen, weil wenn sie funktioniert, dann mit den Mods sind sie es eher. Ich hoffe es wirklich, weil ich will nicht, dass Das war ja trotzdem schade. Also meine Fresse. Ich muss schon rechts überholen. Ah, angewählt. Oh Mensch!
Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn möglich, ein Abo da lassen. Liken und wenn ihr wollt, auch kommentieren. Nicht disliken, das ist sinnlos. Bringt euch nichts und mir nichts. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal in der Steam-Version mit Mods. Und tschüss.